Ich glaube, da hinten, das ist eine Dodo-Wiefern. So, damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem großen Infovideo, was Arc Ultra Arena angeht und was auch Livestream angeht und so weiter. Erster großer Punkt. Heute Abend um 18 Uhr ungefähr wird ein neuer Livestream auf Twitch starten. Auf Beam Twitch. Link ganz oben in der Videobeschreibung, falls ihr heute Abend zugucken wollt, live. Beziehungsweise auch, wenn ihr mitspielen wollt. Denn wir werden erstmal von 18 bis 19 Uhr werden wir euch das alles ein bisschen zeigen. Also dir und ich. Mal gucken, ob André auch Zeit hat und so. Was wir jetzt alles verändert haben, weil André hat übelst viel an der Hot-Button-Mod nochmal geändert. Das geht jetzt wirklich langsam Richtung Survival of the Fittest. Ich kann euch das jetzt nicht. Also ich fliege jetzt gerade hin zur Arena und zeige euch das mal. Und genauso werden wir dann wahrscheinlich erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde die Zeit spielen, so bis 19 Uhr ungefähr, und euch alles ein bisschen zeigen, so gerade dann auch, wo die ganzen Dinos waren und wo was ist etc. Ich habe jetzt auch schon die ganzen Primal 4 Viecher wieder hinzugefügt, sogar neue. Also es gibt jetzt auch ein Celestial Rex, soll die jetzt bahnen, es soll die jetzt, da vorne ist die Arena, ja, da vorne ist die Arena, sehr cool. Es soll die jetzt auch Celestial Tylacoleus bahnen, es sollten Celestial Rock Tracks bahnen und so weiter und so weiter und so weiter. Also sind ein paar neue Dinos auf jeden Fall hinzugekommen. Und ich habe jetzt hier auf Scorched Earth sogar schon einen Prime Spino gesehen, den ich noch nie gesehen habe. Also auf allen Karten bisher habe ich noch nie einen Prime Spino gesehen. Die kann man übrigens auch upgraden zu Infernal Spino. Bin ich mal gespannt drauf, ob wir den irgendwann mal im Einsatz sehen, Leute. So, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal zur Arena. Wie gesagt, was ich alles geändert habe und so hier jetzt, das wird erstmal ein großes Experiment heute Abend auf Twitch. Wenn es cool wird, werde ich es aufbereiten für YouTube. Wenn nicht, dann ist es halt so. Wir probieren das jetzt erstmal alles aus. Jetzt bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, dass der Hot Button hier nicht ist. So, aus irgendeinem Grund ist der Hot Button nicht mehr da. Ich hatte ihn eigentlich schon platziert. Müssen wir mal gucken. Also es könnte, wie gesagt, das wird ein großes Experiment. Ich bin gespannt drauf, wie heute Abend das dann wird. So, ich werde ihn nochmal platzieren jetzt hier. Schnupp. So, ne, das wird jetzt sozusagen hier die Arena. Und ihr seht jetzt schon gerade die Leute, die jetzt vielleicht auf Twitch noch nie vorbeigeschaut haben und den aktuellen Stand noch gar nicht kennen. Das ist jetzt der Hot Button. Also das hier kennt ihr alles und so, ne? Aber jetzt hier diese Bubble und so, das ist alles neu. Und das hat alles riesengroßen Einfluss mittlerweile auf das Finale. Und sogar die, die den Stream gesehen haben, werden gleich überrascht sein. Denn André hat mittlerweile eingebaut, dass die Bubble dann auch wirklich kleiner wird, dynamisch. Ich zeige euch das jetzt mal eben. So, wir gehen jetzt auf Settings. Dann stellen wir ein, wir werden übrigens jetzt die Runden wahrscheinlich nur noch 60 Minuten machen, anstatt 90. Das so nebenbei. Also 60 Minuten, bis das Finale losgeht. So, dann machen wir mal, dass alle, weiß ich nicht, 5 Minuten eine Meldung kommt, meinetwegen. Das ist erstmal egal. Dann muss man mindestens Level 100 sein, damit man rein darf, wenn das Finale gestartet ist. Die Sphäre soll ungefähr, machen wir mal, 25% groß sein. So, und jetzt kommen wir zu einem richtig krassen Punkt, worüber sich auch die Leute freuen werden, die die letzten Streams mitverfolgt haben. Wie gesagt, es ist jetzt mit drinne, dass die Bubble kleiner wird. So, und ich zeige euch das jetzt mal eben. Hier kann ich das einstellen, ne? Also das Finale startet sozusagen. Und nach 10 Minuten wird die Bubble anfangen, das ist jetzt gerade eingestellt, dass sie kleiner wird. So, und jetzt kann ich noch einstellen, so, zusätzlich, da ich sie nach 30 Minuten, also Finale gestartet, nach 10 Minuten fängt sie an kleiner zu werden und nach 30 Minuten, also insgesamt, beziehungsweise nachdem es gestartet ist, 20 Minuten später, erreicht die Bubble eine Größe von, und das stellen wir jetzt hier ein, 5%. Wir probieren es einfach mal aus, wir können es einfach mal testen. So, jetzt mache ich auf Speichern und jetzt dürfte eigentlich erstmal die Standardgröße erreicht werden von den 25%, was ich gemacht habe. Guck mal eben. Ihr seht das hier, es wird größer und größer und größer und größer. So, und die den Stream verfolgt haben, haben das ja schon mitbekommen, ne? Sobald man sich außerhalb der Bubble bewegt, sobald das Finale losgegangen ist, kriegt man eine Zeitstrafe und kommt dann für eine gewisse Zeit nicht mehr rein. Und das können wir auch einstellen. Haben wir uns erstmal geeinigt auf 60 Sekunden. Bedeutet, wenn das Finale losgegangen ist und man bewegt sich außerhalb von dieser Bubble dann, dann kommt man für eine Minute nicht mehr rein. So, das ist jetzt die Größe erstmal. Da geht sozusagen durch. Ist fast ein bisschen zu groß, oder? Ich bin dafür, dass wir es sogar ein bisschen kleiner machen. Wartet mal eben. So. Wir stellen mal ein. Ja, wir machen mal 20%. So, und irgendwo, genau hier, Time Penalty. Sobald man im Finale außerhalb der Bubble ist oder wieder rausgeht, kommt man für 60 Sekunden nicht mehr rein. So machen wir das jetzt mal. Speichern bitte. So, jetzt müsste wieder ein bisschen kleiner werden eigentlich. So, wir können ja nochmal gucken, jetzt, wie es jetzt aussieht.
So ist eigentlich okay, denke ich. So ist in Ordnung. Es geht hier noch um die Arena rum und so. Wie gesagt, das ist jetzt die maximale Größe, sobald das Finale losgeht. So bleibt das dann für 10 Minuten. Können wir da vorne gucken in die Richtung? Ja, das ist in Ordnung. Da ist so außerhalb der Arena noch ein bisschen Platz. Das ist okay. So, das, so bleibt das ungefähr 10 Minuten. Ne? Also exakt 10 Minuten, sobald das Finale losgeht. Und sobald das dann losgegangen ist, wird es kleiner. So, und das können wir jetzt einfach mal simulieren. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an, würde ich vorschlagen. Ach ja, genau, kann ich euch auch zeigen, was André auch noch angebaut hat. Es ist wirklich krass, Leute. Also was der Typ, ne? Ich mach mal Start Timer now. So, und jetzt seht ihr, ne, es geht nach 60 Minuten los, haben wir eben eingestellt. Und links oben habt ihr jetzt, ja, das ist irgendwas gerade buggy. Es wird da irgendwie zwei Hot Buttons platziert. Okay, also irgendwo ist noch ein Hot Button und der ist aber nicht mehr da. Und trotzdem denkt aber das Spiel, dass er da ist. Also irgendwas haut da nicht ganz hin. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, wie gesagt, das ist alles noch Work in Progress sozusagen. Wir werden es trotzdem heute Abend im Stream ausprobieren. Was ich zeigen wollte ist, wenn ich jetzt Alt und Plus drücke, habe ich links oben die Countdown-Anzeige. Seht ihr das? Ah, das ist schon cool, Leute. Das ist schon cool. Auch wenn da jetzt noch einige Bugs drin sind und so, aber man sieht, wohin die Reise geht. So, wir simulieren jetzt mal. Übrigens finde ich jetzt auch super nice hier mit diesem Strahl, der jetzt hier nach oben geht. Und hier auch Arc Ultra Arena. Habt ihr das gerade gesehen? Moment, gleich geht der Strahl nochmal hoch. So, hier. Schnumm. Arc Ultra Arena. Finde ich super cool. So, okay, Leute. Wir simulieren jetzt mal, dass das Finale losgeht. Schnupp. 2, 1. Oh nein, ich bin ja nicht über Level 100. Alles klar, stimmt. Ah gut, das sieht man das auch noch. Das ist auch noch drin. Ne? Ich kann mal eben ACM. So, ich muss mich mal eben über Level 100 machen. Ansonsten, normalerweise wäre ich nicht im Gott-Modus, würde ich jetzt sterben. So, okay, Leute. Kann ich mich rankrabbeln? Geht das? Nee, es geht nicht. Alles klar. So. Ich will euch das mal eben zeigen. Schnupp, ich bin draußen und ich komme für 60 Sekunden jetzt nicht mehr rein. Kann ich mich von außen? Von außen kann ich mich rankrabbeln. Aber ihr seht das? Ne? Ich komme nicht mehr rein. So, und bis zu diesem Stand kannten das jetzt auch alle, die jetzt immer bei Twitch und so zugeschaut hatten. Das Neue ist jetzt aber, dass wir ja eingestellt haben, dass nach 10 Minuten die Bubble kleiner wird. Und kleiner wird auf eine Größe von 5%. Und das gucken wir uns jetzt mal gleich noch an, Leute. Ich werde mal eben Admin Sheet Slowmo 10 machen. Und jetzt warten wir ungefähr eine Minute. Vielleicht ein bisschen weniger. Je nachdem, wie schnell der Server das jetzt berechnet. Vielleicht auch ein bisschen länger. Und danach müsste die Bubble eigentlich kleiner werden. Ich werde einfach mal den Bildschirm sage ich schon, also das Spielfeld mal so halten, weil dann kriegen wir das sofort mit, wenn die Bubble kleiner wird. Dann gucken wir einfach mal, wie klein der Spaß wird, Leute. Was ich halt so mega krass finde, dass, das ist unangenehm. Es könnte jetzt irgendwann wirklich sein, mal schauen, also das kann man nicht versprechen und so. André hat nur eine Aussicht gestellt, dass es vielleicht möglich wäre, dass die Bubble irgendwann über die ganze Karte geht und dass wir dann wirklich einen Survival of the Fittest haben. Alter, was geht ab? Sie wird kleiner, oder? Ist sie kleiner geworden? Nee, sie ist nicht kleiner geworden. Schnauze. Und das wäre halt richtig krass, Leute. Also wenn wir dann doch... Achtung, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Seht ihr das? Es kam auch eine Meldung, ne? Achtung, es wird kleiner und so, damit die Teilnehmer auch Bescheid wissen. Und jetzt, wir gehen sozusagen 20 Minuten... bis die Bubble die minimale Größe erreicht hat, die wir eingestellt haben von 5% sozusagen. Und das ist neu. Das kannten jetzt auch noch nicht die bei Twitch jetzt immer zugeschaut haben. So, und das werden wir heute Abend ausprobieren, plus halt mit Scorched Earth zusammen. Wie gesagt, es wird viele Probleme wahrscheinlich geben. Ich habe auch noch nicht alles final eingestellt. Genauso wird es mit der Hot Button Mod wahrscheinlich Probleme geben. Man kann zumindest damit rechnen, weil das jetzt sehr viele große Änderungen waren. Aber... auf jeden Fall hätte ich Bock und würde mich freuen, wenn ihr da heute vorbeischauen würdet. Wie gesagt, ab 18 Uhr geht's los. Wir machen erstmal eine Pre-Show, da zeige ich euch alles noch ein bisschen. Och, Alter, genau mit Sturm und sowas geht ab. Machen wir eben hier ein bisschen näher ran wieder. Das könnte natürlich interessant werden. Warte mal, funktionieren da jetzt eigentlich die Waffen? Ich will mal eben testen, ob die Waffen jetzt funktionieren. Assault Rifle, wenn Sturm ist. Ich glaube doch, wenn Sturm ist, da funktioniert nichts, was elektronisch ist, oder? Wie war das? Testen wir das jetzt mal. Da wissen wir es nämlich gleich. Okay, ich kann trotzdem schießen. Alles klar. Ich glaube, Turrets und so weiter und Generator wurde dann ausgemacht dadurch. Irgendwie so war das gewesen. Jo, Leute. Okay. Ich glaube, die Bubble hat die minimale Größe erreicht. Ich weiß nicht, ob mir das sogar noch zu groß ist, um ehrlich. Ja, das ist mir noch zu groß.
oder? Ist mir das zu groß? Ey, ich fände es schon geil, wenn die richtig klein, noch viel, viel kleiner werden würde. Lass das mal umstellen. Ich mach mal... Übrigens hört ihr diesen Sound. Diesen Sound hört jetzt jeder, sobald ein Spieler auf dem Hotbutton zugreift. Jeder. Das heißt, heimlich Hotbutton drücken ist sehr, sehr schwer mittlerweile. Ist sehr, sehr schwer. So, wir machen mal, anstatt 5%, machen wir einfach mal 2%. Mal sehen, jetzt wird es wieder groß. Okay, ich resette das nochmal. Wir gucken mal uns jetzt gleich an, wie groß das jetzt geworden ist am Ende. Er ist gerade Slow-Mo 100 eingestellt, Leute. Boah, Alter, das kann man sich ja nicht angucken. Übrigens, die Viecher können auch Element droppen. Na, guck mal, hier. Beweis. Also nebenbei. So, gut, ich mache nochmal Slow-Mo 100. Wir wollen jetzt wissen, wie klein das jetzt wird. Moment. Es kommt immer näher und näher und näher. Und dann müssen wir uns halt überlegen, ob wir dann im Finale, ob wir wollen, dass es 30 Minuten insgesamt dauert, bis die minimale Größe erreicht ist, oder ob es 20 Minuten dauert. Ich würde es erstmal wahrscheinlich bei 30 lassen. Gerade wenn die Runde insgesamt nur 60 Minuten geht, bis das Finale losgeht und so, finde ich es okay, wenn das Finale bis zu 30 Minuten gehen wird. Also nach 30 Minuten ist dann der Regel Schluss, weil wir das gleich sehen. Ja, so viel kleiner ist es jetzt aber auch nicht. Ah ne, es wird noch kleiner, es wird noch kleiner, es wird noch kleiner. Also ich hätte es am liebsten so, dass wirklich noch so ein, zwei Dinos reinpassen am Ende vielleicht. Keine Ahnung. Das sieht aber gut aus. Von der Größe langsam. Es wird noch kleiner. Und noch kleiner. Und noch kleiner. Noch kleiner soll es jetzt aber nicht werden. Okay. Ja. Also da muss man... Da muss man, ja, ja. Also man passt auf jeden Fall noch rein mit dem Dino. Man muss halt dann wirklich einfach, und so sollte es auch sein, damit sein Dino hier stehen. Dann sollte eigentlich nichts passieren, also man sollte nicht rausfliegen. Und dann gibt es hier vielleicht dann noch den finalen Kampf, wenn halt nur zwei, drei Teilnehmer da sind. Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass wir es vielleicht etwas größer machen müssen. Aber das werden wir ja dann rausfinden im Stream, Leute. Das werden wir dann rausfinden. Aber das ist super cool, Leute. Also ich feiere das mega. Also auch nochmal wirklich herzlichen Dank an André so. Ich hau euch auch nochmal von André seinen YouTube-Kanal in die Videobeschreibung rein. Also schaut einfach mal in die Videobeschreibung irgendwie an zweiter Stelle oder so. Link zu André, seinem YouTube-Kanal. Könnt ihr mal vorbeischauen. Der macht übrigens jetzt auch immer Videos aus der Spectator-Sicht und so. Ne? Also das ist ja auch nicht für viele nicht so uninteressant. Wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt und so, einfach Andres Kanal abonnieren. Da wird er sich auf jeden Fall freuen. So, ich komme nicht mehr rein. Erst 24 Sekunden. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, heute Abend, 18 Uhr, wird das Stream starten, ungefähr. Ne? Und wir machen dann erstmal, für dir und ich, werden erstmal ein bisschen rumfliegen, uns alles ein bisschen angucken, euch ein bisschen zeigen. Und ungefähr, weiß ich nicht, 18:30 oder 19 Uhr, muss man gucken, je nachdem, wie lange die Pre-Show sozusagen dauert, werden wir dann loslegen und mit euch zusammen eine Runde Ark Ultra Arena auf Scorched Earth spielen. Habt ihr euch so gewünscht im Stream? Wir hatten ja darum gefragt, welche Karte... Wollen wir machen, Ragnarok und so steht da auch noch alles zur Debatte, machen wir bestimmt auch noch, aber es haben sich super viele Scorched Earth gewünscht und irgendwie fand ich die Idee gut und darum habe ich mich da jetzt einfach mal auf meinen Hintern gesetzt und das versucht halbwegs schon mal hinzubekommen und zumindest für ein paar Stündchen Spaß soll das reichen, denke ich. Ich bin echt gespannt, Leute. Also, bis dann, macht's gut, ne? Tschüssi! Juhu! Alter, sieht das fett aus. Das sieht wirklich fett aus, Leute. Also, ne, bis heute Abend, dann macht's gut, tschüssi.